Ich brauche mal eine Hardware-Erfindung. Und zwar, wisst ihr noch, wie bei Star Trek The Next Generation die Offiziere auf dem Raumschiff immer so ganz viele quasi Tablets hatten, aber eben ganz viele, die haben sie so gestapelt. Also das Symbolbild für Kapitän Picard hat ein, Kapitän sagt man, ja, doch, Captain Picard. Hat einen vollen Schreibtisch, hat viel zu tun, da waren da mal viele Tablets. Und darüber habe ich mich dann lustig gemacht, weil ich dachte, naja, man braucht doch nur eins und da sind alle Sachen drin. Und inzwischen würde ich viel mehr tatsächlich gerne ganz viel abgebildet haben in Form von Hardware, also von haptischen Geräten, Bildschirmen, beziehungsweise natürlich interaktiven Bildschirmen, also Touchscreen-Bildschirme, auf die ich schreiben kann, mit denen ich was machen kann, etc. Und insbesondere hätte ich im Moment gerne, wo man so viel auch mit Videokonferenzen arbeitet, kleine Bildschirme, die ich um meinen großen Rumpf verteilen kann. Und zwar richtig haptisch, nicht einen großen Bildschirm, auf den ich Fenster verschieben kann. Ich weiß, dass es das gibt. Ich möchte es richtig haptisch haben und sagen, so, jetzt möchte ich irgendwie hier, keine Ahnung, hier ist mein Hauptbildschirm. Also stellt euch da vor, wo ihr seid, ist jetzt irgendwie halt so ein iMac. Und da rundherum kann ich Sachen platzieren und sagen, so, hier, keine Ahnung, mein Videofenster, das lege ich irgendwie so hier oben hin und magnetisch oder irgendwie hält das dann da oben am Rand meines Bildschirms und meine To-Do-Liste kommt irgendwie hier hin und das Foto von meinem kleinen Goldfisch mache ich einen Tag da und es bewegt sich als digital. Da möchte ich gleich einen Quokka und keinen Goldfisch. Und da verteile dann noch so kleine Post-it-ähnliche Sachen unten und sowas. Und wie gesagt, richtig als anfassbare und beschreibbare kleine Monitorelemente, Displays. Gibt es bestimmt auch schon, oder? Vielleicht nur wahnsinnig teuer? Weiß ich nicht. Aber Twitter weiß das immer besser und YouTube erst recht. Also schreibt mir doch gerne mal, wo ich das herkriege. Und wenn nicht, erfindet das bitte.